Jede Kugel, jedes Herz hat bei Andreas Krause seinen festen Platz. Mit viel Liebe zum Detail verwandelt er auch in diesem Jahr wieder sein Haus in ein glitzerndes Leuchtspektakel. Und das mittlerweile zum 28. Mal. Doch zwischen den 100.000 Lichtern, der Krippe und den Weihnachtsbäumen ist besonders eins für den 58-Jährigen ständig präsent. Ja, eigentlich schöne Erinnerungen, als meine Frau noch gelebt hat. Wir haben immer wundervolle Weihnachten vollbracht. Wir haben uns wahnsinnig viel geschenkt. Eine ganze Wohnung voller Geschenke und schönen Weihnachtsbaum geschmückt, lecker gegessen mit Familie und so. Alles, ja, hervorragend. Besinnung, Ruhe und vor allem Zeit füreinander bedeutete Weihnachten für Andreas Krause und seine Frau. Und auch wenn es jetzt nicht mehr dasselbe ist wie früher, hört der Weihnachtsfan mit dem Schmücken nicht auf. Nachtschichten inklusive. Weil früher hat ja meine Frau innen gemacht und ich nur außen, 14 Tage. Und jetzt muss ich ja innen auch noch mitmachen, also ist das dann dementsprechend mehr. Das Schmücken von innen ist für den Weihnachtsfan quasi noch Neuland. Dementsprechend stolz ist er in diesem Jahr auf sein Weihnachtsfenster. Sind, ja, ich sag mal, ungefähr, ja, würde ich mal sagen, so 3.500 Lichter, die da dran hängen. Von innen natürlich auch in ganz bunt und ja, und mit den Blitzkugeln und den ganzen verschiedenen Figuren ist schon toll geworden. Und heute, diesmal habe ich zum ersten Mal auch Eisspray und Schnee weggelassen, weil es schön klar und wunderbar ist eigentlich. Einen ganzen Tag lang hat sich der akribische Duisburger mit der Gestaltung der kleinen Winterlandschaft in seinem Fenster beschäftigt. Und die vielen Besucher wissen besonders in diesem Jahr seinen Aufwand zu schätzen. Also ich finde diese Initiative von diesem Besitzer von dem Haus einzigartig, dass jemand aus privaten Gründen, aus privater Initiative sowas veranstalten kann. Das muss auch ein Vermögen sein, was der da investiert hat. Einfach nur sensationell, wirklich. Und vor allem die kleinen Besucher können sich gar nicht entscheiden, was ihnen am besten am Weihnachtshaus gefällt. Was gefällt dir denn hier am besten? Alles! Und für das alles hat der Logistikabteilungsleiter insgesamt 2 Wochen à 12 Stunden investiert. Die Stromkosten werden sich auf ca. 1.000 Euro belaufen. Und das ist es Andreas Krause auch wert. Es gibt auch schöne Geschichten hier, wie sich Kinder hier festgehalten haben. Hier wohnt der Weihnachtsmann, der will ja nicht mehr weg. Ja, oder Leute, die einem frisch gebackene Plätzchen bringen. Oder ich sag mal, irgendwo war mal ein islamisches Fest. Und dann werden die Kinder verkleidet. Dann schellt die um 24.12. 18 Uhr, ob wir hier Fotos machen dürfen. Eine ganze Horde voller Kinder. Ja, ist halt so. Und das alles hier ist noch bis zum 6. Januar so. Doch danach ist es für Andreas Krause nicht vorbei. Nach der Saison bedeutet für ihn meistens vor der Saison. Die nächste Dekoration muss für das nächste Jahr besorgt werden.